Robotertiere und Robotermaschinen haben eine engere Verbindung, als Sie vielleicht denken. Gigantische Robotertiere können die Art und Weise verändern, wie Menschen die Tierwelt sehen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Natur so klug ist? Suchen Sie nicht weiter. Diese 8 erstaunlichen Robotertiere haben die Welt dadurch geblendet. Was sind diese Tierroboter und warum werden sie entwickelt? Heute stellen wir alle Roboter vor und geben Ihnen zu jedem Informationen. Bionisches Känguru. Festo hat in seinem großen deutschen Labor hart an seinem bisher ambitioniertesten bio-inspirierten Roboter gearbeitet. Einem Roboter-Känguru, das vom Herumspringen nicht aufgehalten werden kann. Da ein bionisches Känguru wie ein echtes Känguru springen kann, muss es nach jedem Sprung Energie tanken, um schnell weiterzuspringen. Kängurus in der freien Natur würden schnell ermüden, wenn sie diese Aktion nicht durchführen könnten. Die Tiere können über längere Zeit mit hoher Geschwindigkeit hüpfen, da ihre Sehnen wie elastische Federn verwendet werden. Die Beine des bionischen Kängurus werden bei der Ladung teilweise aufgeladen, dank der Verwendung einer natürlichen elastischen Feder. Das Robotertier wiegt nur 7 Kilogramm und ist 1 Meter groß, aber es hat eine ziemlich beeindruckende Sprungkraft, die in der Lage ist, 0,4 Meter nach oben und 0,8 Meter zur Seite zu springen. Es ist auch notwendig, eine interne Stromquelle zu haben. Die Hochdruckluft, die von den pneumischen Muskeln benötigt wird, die das Springen von bionischem Känguru steuern, wird entweder von einem kompakten Kompressor oder von einem Vorratstank geliefert. Kleine Geparden. Der brandneue kleine Gepardenroboter des MIT ist federnd und leicht und kann sich wie ein Turner von höchstem Niveau bewegen. Die Fähigkeit des vierbeinigen Powerpaket, seine Beine weit zu beugen, ermöglicht es ihm, sowohl mit der rechten Seite nach oben als auch kopfüber zu gehen. Der Roboter kann über den rauen Boden mit einer Geschwindigkeit traben, die doppelt so schnell ist, wie eine Person gehen kann. Der Roboter wiegt kaum 20 Pfund und wenn er zu Boden getreten wird, kann er schnell wieder aufstehen, indem er seine Ellbogen in einer Kung-Fu-ähnlichen Bewegung schwingt. Bei einem Tritt auf den Boden kann er schnell wieder aufstehen. Forscher glauben, dass der kleine Gepard fast unzerstörbar ist, was bedeutet, dass selbst wenn ein Backflip schief geht, er mit wenig Schaden wieder auf die Beine kommen kann. Die Forscher stellen bereits 3 Elektromotoren auf dem Markt zusammen, um 3 identische, kostengünstige Motoren für die Beine jedes Roboters zu entwickeln. 3 identische Elektromotoren treiben diese Motoren an. Der kleine Gepard ist nicht nur eine verkleinerte Nachbildung von seinen Vorfahren, der Gepard 3. Der Gepard 3 war ein riesiger, gefährlicher, schwerer Roboter, der häufig mit einem Halteseil gehalten werden musste, um seine teuren und maßgeschneiderten Komponenten zu schützen. Roboterlibelle. Die weltweit fortschrittlichsten und tragbarsten Flugdrohnen von TechJet können für Forschung, Spiele, persönliche Fotografie und Filmen verwendet werden. Die Expertise von TechJet resultiert aus jahrelangen Studien und Erprobung mit Microflight-Lösungen für unterschiedlichste Aufklärungsanforderungen. Das führt zur Expertise des Unternehmens. Während es fliegt oder in der Luft schwebt, sammelt dieses leichte Roboterinsekt Informationen und überträgt sie an seine Basis. Die TechJet Dragonfly ist das Pilotprodukt der Firma und ihr Name leitet sich vom Insekt selbst ab. Das Unternehmen ist eine Ausgründung aus dem Geschäftsbereich Robotics and Intelligent Machines, RIM, bei Georgia Tech. Innerhalb dieser Abteilung führte und arbeitete Dr. Giant Reddy, der Gründer von TechJet, mit anderen Ingenieuren zusammen, um Flugmechanik, Steuerung und Avionik zu entwickeln und zu verbessern, in der Hoffnung, die kleinste und modernste fliegende Drohne zu entwickeln. Die TechJet Dragonfly nimmt ihr Design von echten Flugmeistern, Libellen. Octobot. Trotz der aktuellen Fortschritte benötigen weiche Roboter immer noch eine Verbindung zu den Leitungs- und Steuerungssystemen komplexer Roboter. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, sind neue Wege zur Herstellung von weichen Robotern erforderlich, einschließlich weicher Versionen ihrer wesentlichen Teile. Eine einzige Brennstoffquelle an Bord des Roboters wird durch die mikrofluidische Logik, die den Flüssigkeitsfluss steuert, katalytisch zersetzt. Fällt der Kraftstoff aus, wird das Gas abgegeben. Stromabwärts der Zielstandorte erweitert dieses Gas fluidische Netzwerke aus, wodurch sie migrieren. Die Schale des Roboters und die mikrofluidische Logik werden mit weicher Lithografie und Spritzguss hergestellt. Die Kraftstoffspeicher an Bord, katalytische Reaktionsräume und pneumatische Antriebsnetze werden durch den integrierten 3D-Druck aus verschiedenen Materialien hergestellt. Zahlreiche Größenordnungen von der Mikroskala bis zum Makromaßstab werden von fluidischen und elastomeren Konstruktionen für die Funktion abgedeckt. Diese Architektur ebnet den Weg für völlig weiche, autarke Roboter dank ihres integrierten Designs und schnellen Produktionsverfahrens, die die programmierte Synthese zahlreicher Materialien innerhalb dieser Architektur ermöglichen.
Air Arcuda. Elektronik und pneumatische Ventile werden innerhalb des wasserdichten Kopfes des Air Arcuda installiert, entworfen als Demonstration von Festo AG. Der Fisch ist rund 100 cm lang und wiegt rund 4 Kilogramm. Silikon bildet seine Haut und seine inneren Rippen sind auf lasersynthetisches Polyamid gebaut. Die Ventile, die die beiden fluidischen Muskeln für das Heck und die zwei weiteren für die Lenkung steuern, werden durch Lithium-Polymer-Batterien mit elektrischer Energie angetrieben. Bewegungen mit einer Genauigkeit von etwa 1 Grad zu synthetisieren ist mit dem Humanoid-Roboter möglich. Da der Roboter 10 Festo-Fluidik-Muskeln auf jeder Seite seines Rumpfes und 16 kleinere Prototyp-Muskeln an jedem Handgelenk hat, kann er ein Objekt mit einem Gewicht von 1 Kilogramm in jeder seiner Hände aufnehmen und halten. Wenn Präzision und große Kraftmengen gefordert sind, sind Hydraulik- und Servomotoren ausgezeichnete Energiequellen. Diese Technologien sind für den Einsatz in Situationen, in denen leichte Berührungen und ein gewisses Maß an Konformität erforderlich sind, weniger wünschenswert. Diese Anforderungen waren der Grund für die Forschung, den künstlichen Geräten, die die Wirkung der menschlichen Muskeln nachbilden. Spot Mini. Spot Mini hat eine Höhe von 2 Fuß und wiegt rund 55 Pfund. Sie sollten 10 zusätzliche Pfund für den unheimlichen Arm mit einem Greifer, Kopf, Hand am Ende hinzufügen. Der autarke Roboter kann mit einer einzigen Ladung für bis zu 90 Minuten arbeiten und benötigt keine Haltegurte. Auch wenn es vielleicht nicht so liebenswert ist wie Cal Worthingtons DocSpot, der neueste vierfüßige Roboter von Boston Dynamic, Spot Mini wurde entwickelt, um einen Platz in ihrem Haushalt zu finden. Die bestehende Big Dog-Reihe von Roboter-Packtieren von BD inspiriert die Entwicklung des Spot Mini, einer kompakteren Version des Big Dog. Der Spot Mini ist mit Sensoren für Navigation, Lenkung und Wahrnehmung ausgerüstet. Diese Sensoren ermöglichen dem Gerät einen gewissen Grad an Autonomie. Dennoch muss sein Betreiber weiterhin Inputs für seine übergeordneten Aufgaben zur Verfügung stellen. Anders gesagt, es wird später fast Rosie der Roboter sein, aber es wird eine Reihe von Aufgaben im Haushalt übernehmen können. Bionic Opter. Das Bionic Opter ist ein sehr leicht fliegendes Objekt. Der Bionic Opter kann in alle Richtungen fliegen und auch die komplexesten Flugmanöver durchführen, genau wie der Vogel, der als Inspiration in der Natur diente. Da er jeden seiner Flügel unabhängig bewegen kann, kann der Bionic Opter schnell beschleunigen, sich scharf drehen und sogar in die entgegengesetzte Richtung seines Gesichts fliegen. Dies zeigt, dass es zum ersten Mal ein Modell gibt, das alle Flugbedingungen eines Flugzeugs, eines Segelflugzeugs und sogar eines Hubschraubers beherrscht. Obwohl es sich um ein hochintegriertes System handelt, ist es trotz der inhärenten Komplexität relativ einfach und klar per Smartphone zu steuern. In jedem Aspekt des Flugobjektes wurden die Grundsätze der Ultraleichtbauweise umgesetzt. Das maßstabsgetreue Modell der Libelle hat eine Spannweite von 24,8 Zoll, 63 cm und eine Körperlänge von 17,3 Zoll, 44 cm. Allerdings wiegt es nur 6,2 Unzen, 175 Gramm. Die Flügel bestehen aus einem Rahmen aus Kohlefaser und einer dünnen Abdeckung aus Folie. Während des Fluges dämpfen die intelligenten Kinematikern Vibrationen und sorgen für die Stabilität des Flugzeugs. Emotion Butterflies. Die bionischen Schmetterlinge zeigen, wie komplexe Produktionsthemen der Zukunft wie funktionale Integration, Ultraleichtbau und vor allem echtzeitoptimierte vernetzte Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen gezeigt werden können. Fliegen ist das gemeinsame Thema des Bionic Learning Network. Die Menschen, die die bionischen Schmetterlinge herstellten, nutzten das, was sie aus früheren bionischen Projekten und den sogenannten Emotion Spheres gelernt hatten, um sie herzustellen. Sie kombinieren die kleine Größe und das niedrige Gewicht von künstlichen Insekten mit dem koordinierten Fliegen einer Gruppe. Ein externes, gut vernetztes Führungs- und Überwachungssystem sorgt dafür, dass sich jedes Flugobjekt sicher und unabhängig in 3 Dimensionen bewegen kann. Mithilfe von Kommunikation und Sensorik wird ein Indoor-GPS erstellt, das die Bewegungen der Schmetterlinge steuert, damit sie nicht ineinander laufen. Durch die Kombination von integrierter Elektronik, externer Kameratechnik und einem Hostcomputer sichert die Prozessstabilität. Künstliche Schmetterlinge verfügen über eine eingebaute Elektronik, damit sie so viel wie möglich fliegen, wie ihre natürlichen Gegenstücke. Diese kontrollieren jeden Flügel individuell und präzise, sodass sich der Schnellflug ändern lässt. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich das Video 15 coole Gadgets, die man sehen muss, an.